Hallo zusammen. Ich möchte heute mit euch zusammen endlich die Pinkbox auspacken. Die Pinkbox, die ist schon, ich glaube, die liegt hier schon über 2 Wochen herum. Und nun möchte ich sie gerne öffnen. Der Grund ist, warum ich sie nicht geöffnet habe bis jetzt, dass wir umgezogen sind. Ja, das hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ja, war auch sehr anstrengend. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich drehe noch das Video jetzt ab mit der Pinkbox. Dann kann ich endlich die Sachen in meine Beauty-Schränke einräumen. Ich habe da schon reingelungert. Aber ich habe es halt nicht geschafft, die abzudrehen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, doch, hier sind auch noch andere Dinge drin, die gar nicht dazugehören. Oh, den habe ich gesucht. Das ist übrigens mein Lieblings-Lipgloss von Tease und meine Lieblingsfarbe. Und die habe ich da vermisst seit dem Umzug. Und jetzt habe ich sie wieder gefunden in der Pinkbox. Ja, also folgendes. Das ist die Pinkbox August. August, genau. Und in meiner Pinkbox waren folgende wunderschöne Schätzchen drin. Erstmal haben wir hier die Pinkbox und die dazugehörige Zeitschrift war bei mir die Couch. Alle Preise und Größenangaben werde ich euch irgendwo hinterlegen. Und ja, starten wir jetzt einfach mal. So, das erste Produkt, was drin war in der Box, beziehungsweise das lag neben der Pinkbox in der Umverpackung oder in dem Karton. Und ich denke mal, das passt halt nicht mehr rein in der Pinkbox selbst. Ja, es ist von Litamin Wellness Care Limettenfrische Duftöldusche mit Limettenextrakt. Im ersten Moment habe ich mich gefreut. Duschgele kann man immer gut gebrauchen, aber dann habe ich daran gerochen. Und als erstes, was mir in den Sinn kam, war Toilettenreiniger. Also ich mag den Duft nicht unbedingt sehr gerne. Das ist für mich kein Dufterlebnis, aber ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen und vielleicht für die Füße mal schauen. Oder mein Mann wird es, denke ich mal, nutzen können. Limettenduft für Männer, das geht wohl. Das nächste Produkt, das ist die Hydra Bomb Tuchmaske von Garnier Skin Active. Und die habe ich schon, die habe ich in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Ich finde sie sehr gut, zumal sie auch nach Lavendel riecht und ich liebe Lavendel. Das spendet intensive Feuchtigkeit, milder Zeichen der Müdigkeit, entspannt die Haut und so weiter. Also ist auch für die müde Haut gedacht. Das nächste Produkt, das ist von Ultrasun. Die Glimmer Shimmering Sun Lotion. Mal eben schauen. Was ist das überhaupt? Sonnenschutzgel mit reflektierenden Pigmenten. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das eigentlich sehr gut. Ich mag diesen Schimmereffekt auf der Haut. Dann, wenn die Sonne scheint, zaubert es ein richtig schönes Hautbild. Das ist jetzt schon das dritte Produkt von Ultrasun, was ich habe. Auf einer Box. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pinkbox war oder Glossybox. Auf jeden Fall habe ich die Gesichtspflege und dann die After Sun Lotion. Ja, also kann man auf jeden Fall gut benutzen, beziehungsweise diesen Sommer wohl nicht mehr. Der Sommer ist schon fast vorbei. Und ich werde mir auf jeden Fall aufbewahren für den nächsten Sommer. Ist nämlich noch 24 Monate haltbar. Habe ich hier ein Produkt von Alverde Naturkosmetik.
Aqua Hydro Pflegeessenz Meeresalge für normale und Mischhaut. Und ja, finde ich auch ganz gut. Aqua Hydro Pflegeessenz dient als perfekte Basis für jede Schönheitspflege. Wie wendet man die an? Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Ah ja, sobald die Pflegeessenz eingezogen ist, wie gewohnt die Tagespflege auftragen. Ich denke mal, das ist halt etwas, wo, also, ja, so ein Booster, denke ich mal, Feuchtigkeitsbooster für unter die Tagespflege. Und finde ich sehr gut. Dann das letzte Produkt. Das ist eine Rasierklinge von Wilkinson Hydro Silk mit Shea Butter. Bewahrt die Feuchtigkeitsbalance seiner Haut. Und wie macht sie das? Wasseraktivierendes Hydra Renew Serum mit Shea Butter. Ah ja, genau, diese weißen Pünktchen hier oben. Da ist wohl dieses Shea Butter hinterlegt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut, zumal sie auch 5 Klingen hat und einen Rasierer kann man immer sehr gut gebrauchen. Ich zumindest. Bevor das komplett untergeht, habe ich hier noch ein Dreier-Set an Postkarten. Das ist, denke ich mal, als Goodie dabei reingelegt worden. Finde ich sehr gut. Da sind ja einmal Sprüche drauf und hier einmal ein Flamingo. Was ich besonders gut finde, ist, dass hinten keine Werbung draufsteht. Und ja, finde ich sehr schön. Ja, das war es auch schon. Die Box hat einen ungefähren Wert von 42 Euro. Ich habe da jetzt mal grob überschlagen. Und dafür, dass die Box 15 Euro kostet und ich eigentlich alle Produkte sehr gut gebrauchen kann, finde ich, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich freue mich schon auf die September-Box. Okay, bis dann. Jetzt habe ich gepupst. Nein, habe ich nicht. Das war die Box. Okay, jetzt nicht. Bis dann. Tschüss.